Liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen viel Spaß mit unserem Expertentrio und mit der zweiten Reihe. Herr Block, Sie dürfen sehr gerne beginnen. Ja, dann Herr Gentner, ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und auch von meiner Seite, meine sehr geehrten Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich zu unserem Webinar heute erschienen sind. Ja, mein Name ist Falco Block, ich bin Zertifikatespezialist bei der DZ Bank in Frankfurt und zuständig für die Bereiche Produktvermarktung, Kundenservice und unsere Anlage- und Hebelprodukte. Ja, und ich werde beim heutigen Webinar den fundamentalen Teil vor allem übernehmen. Das habe ich mir erlaubt. Ich bin auch ehemaliger Aktienanalyst und von daher werde ich so ein bisschen aus dem Fundus der letzten Jahre etwas herausnehmen und so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir dann da entsprechend an interessanten Analysen für Nebenwerte machen können. Ja, bevor ich mit dem eigentlichen Teil beginne, das kennen Sie wahrscheinlich, sind zunächst mal die rechtlichen Hürden zu nehmen und deswegen hier unsere rechtlichen Hinweise, die ich Ihnen kurz vorstellen muss. Das Webinar, was wir heute haben, richtet sich an kundige Selbstentscheider, die Erfahrung in Hebel- und Anlageprodukten haben. Und alles, was wir Ihnen heute hier natürlich zeigen, kann lediglich ein Hinweis sein und zu Demonstrationszwecken dienen. Es ist nicht als Empfehlung oder als klassische Anlageberatung zu verstehen. Hebelprodukte beinhalten natürlich ein hohes Risiko. Das kann bis zum Totalverlustrisiko bei Erreichen dieser Knockout-Schwelle bei Turbozertifikaten sein. Oder auch eine wertlose Fälligkeit von Optionsscheinen und natürlich das Ausfallrisiko des Emittenten. Und alle vollständigen Angaben, die Sie heute hier zu Wertpapieren hören, die können Sie den jeweiligen Prospekten und Basisinformationsblättern übernehmen, die kostenfrei auf unserer Seite dzbank.de oder dzbankderivate.de abgerufen werden können. Ja, dann gehen wir mal in medias res. Wie sieht die heutige Agenda aus? Was haben wir heute mit Ihnen vor? Worauf können Sie sich freuen? Beginnen möchte ich mit einer ganz kurzen Vorstellung der DZ Bank als Emittent von Anlage- und Hebelprodukten. Und dann werden wir uns auch gleich dem eigentlichen Thema Nebenwerte widmen. Und ich möchte Ihnen ein bisschen was über MDAX und SDAX zeigen und die ein bisschen genauer anschauen, Ihnen einige interessante Fakten zu diesen beiden Indizes geben, wo Sie vielleicht noch das eine oder andere noch nicht gehört haben. Dann gehen wir über zu ausgewählten Einzelwerten, um mal richtig in die Praxis zu gehen. Das heißt, wir werden aus fundamentaler Sicht, das werde ich machen, und auf Basis der technischen Analyse, das wird Stefan Feuerstein übernehmen, uns die Werte anschauen und anschließend wird dann Ingmar Königshofen, also der Dritte im Bunde, aktuelle Trading-Strategien auf diese Einzelwerte dann vorstellen, sodass Sie auch wirklich nachher was in der Hand haben, mit dem Sie agieren können. Fragen werden wir dann, wie Herr Gentner vorhin schon erwähnt hat, gerne zwischendurch beantworten, wenn es da welche akut sind oder auch gerne dann in der Abschlussrunde. Ja, dann beginnen wir mal mit einer kurzen Vorstellung der DZ Bank. Ich habe hier mal ein schönes Foto unserer drei Gebäude, die wir hier in Frankfurt haben, mal vorgestellt. Wir werden ja immer noch gefragt, das kenne ich auch aus dem privaten Bereich, DZ Bank, was seid ihr eigentlich, was macht ihr eigentlich? Das merken wir auch immer auf Messen. Nun, ich sage mal gerne, wir sind das Spitzeninstitut der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Das heißt also, wenn Sie beispielsweise ein Depot bei einer Volksbank oder einer Raiffeisenbank haben oder auch in die Beratung gehen, dann kommen viele dieser Dienstleistungen oder der Informationen, die Berater und der Berater hat von der DZ Bank. Nach der Fusion mit der WGZ Bank in Nordrhein-Westfalen im vorletzten Jahr haben wir jetzt eine komplett fusionierte Zentralbank für ganz Deutschland und bedienen dort insgesamt 915 Institute, also Volksbanken und Raiffeisenbanken und haben einen Marktanteil in Deutschland von rund 25%. Ja, wir möchten gern Ihr Partner für Zertifikate und Hebelprodukte sein. Was können wir Ihnen dafür bieten? Wir haben auch eines der besten Ratings am Markt. Sie sehen es hier, sowohl S&P und Fitch als auch Moody's bewerten uns hier mit extrem guten Noten und sind auch entsprechend mit stabilen Ausblick versehen. Wir haben eine sehr breit aufgestellte Produktpalette, über 130.000 Produkte permanent im Angebot. Das heißt also, dass Sie nahezu aus allen Bereichen Hauptwerte, aber auch Nebenwerte eine sehr, sehr große Palette haben, von der Sie entsprechend auswählen können, was ja, ich sag mal, was gerade in Ihr Portfolio passt, sodass Sie entsprechend hier wie aus einem großen Supermarktregal alles auswählen können. Der Handel ist in der Regel von 8 bis 22 Uhr, nicht bei allen Produkten, das können Sie auf unserer Homepage nachschauen, aber in der Regel können wir in diesen großen Spannbreiten unsere Produkte anbieten. Ja, Herr Gender hat es schon angeregt und ich will Ihnen entsprechend auch das Thema nochmal aufgreifen und das mit einem kleinen Quiz machen. Und schauen Sie jetzt mal nicht unter Wikipedia oder so nach, ne? Also Handys beiseite, fern anderen Bildschirmen nicht schummeln, sondern einfach mal überlegen, was kann ich aus meinem allgemeinen Wissen herausklauben. Und deswegen mal meine Frage, wer war der erste Mann auf dem Mond?
Ja, da sind einige ganz schnell und flink mit den Fingern im Chat und schreiben rein Neil Armstrong, das ist richtig. Ist eigentlich nicht schwer. Das Datum 21. Juli 1969. Ich habe es nicht erlebt. Andere vielleicht, weiß nicht, war auf jeden Fall sicherlich eines der größten Events des letzten Jahrhunderts. Dann beginnen wir logischerweise mit der zweiten Frage. Wer war der zweite Mann auf dem Mond? Das ist vielleicht schon ein klein wenig schwieriger. Eigentlich derjenige, der den anderen fotografiert hat, das war nämlich Buzz Aldrin. Die beiden waren ja zusammen in dem, ja, in der Mondfähre. Und waren deswegen eigentlich beide am gleichen Zeit, am gleichen Ort. Und jetzt wird es, ich sag mal, schwierig. Das wäre jetzt die Expertenfrage. Wer war eigentlich der dritte Mann auf dem Mond? Und wie gesagt, nicht schummeln. Ja, da schreiben, ja, ich sehe gerade, ne, leider noch nicht. Gute Ansätze. Ich musste auch nachgucken. Ganz ehrlich, ich habe es nicht gewusst. Es war Charles Conrad. Nur ein paar Monate später, das war das sogenannte B-Team. Falls das A-Team es nicht geschafft hätte, muss man ganz ehrlich sagen, also hätte aus welchen Gründen auch immer technische und sonstige Details zu einem Abbruch der Mission hätten führen müssen, wollten die Amerikaner ja das Rennen gewinnen und haben deswegen quasi ein zweites Team in petto gehabt. Und als das nicht zum Einsatz kam, sind die paar Monate später dann hochgeflogen. Herr So, Block, was man soll muss ich? ja dazu zur Verteidigung unserer Ja. Webinarteilnehmer sagen, dass diese Frage natürlich ganz ausgefuchst ist. Ja, Michael natürlich. Collins kam hier im Chat als Ja. Antwort und das ist natürlich richtig, insofern, dass Michael Collins derjenige war, der in der Mondfähre war, die weiterhin um den Mond gekreist ist, Oh, sehr als Neil gut. Armstrong und Buzz Aldrin den Mond betreten haben. Aber er war halt nicht auf dem Mond. Ja, gut, stimmt. Wenn man das dann, ja, da muss man immer auf, so gesehen, war es dann vielleicht doch eine gewisse Fangfrage. Das stimmt. Es soll eigentlich auch nur ein grobes Beispiel sein, was uns mal so ein bisschen das tägliche Leben in Anführungsstrichen vor Augen hält. Ich glaube, ich war gerade vom Mikrofon. Jetzt müsste es, glaube ich, wieder sein, oder? Das war mein Genau, ja. Fehler, Herr Block. Ich hatte Sie leider kurzfristig stumm geschaltet. Ich entschuldige mich dafür sehr. Ich wollte Ihnen nicht das Wort abschneiden. Ja, wenn ich zu viel rede, dann ist das schon okay. Dann mache ich mal weiter. Also im Endeffekt, ja, bei den vielen Dingen unseres täglichen Lebens, ich sag mal, gucken wir immer gerne auf die erste Reihe. Es gibt ja auch so ein, was habe ich letztens gehört, der zweite Gewinner ist der erste Verlierer, halte ich persönlich für, ich sag mal, sehr fragwürdige Aussage. Wenn ich Zweiter bei der Olympiade werde, ist das ein mehr als achtungsvolles Ergebnis. Aber wir gucken immer gerne so auf die erste Reihe. Wir setzen uns zwar nicht immer in die erste Reihe, Schule oder so, die coolen Jungs sitzen hinten, aber meistens gucken wir doch gerne immer auf die erste Reihe, was ist ganz, ganz vorne. Und das ist so im täglichen Leben so, aber vor allem auch an den Finanzmärkten. Das haben wir also ganz deutlich gesehen, welche Produkte werden von uns gekauft, was ist da entsprechend besonders gefragt. Da sind es fast im Großen und Ganzen eben diese DAX-Werte. Und deswegen freut es mich sehr, dass auch vorhin so viele gesagt haben, sie interessieren sich auch für Nebenwerte. Denn wie gesagt, meistens gucken die Aktionäre dann eben, was machen Daimler, BASF, Allianz. Das ist auch im Grunde ein bisschen verständlich, denn wir lesen und hören ja immer relativ viel über diese Unternehmen und kommen verhältnismäßig leicht an relevante Fakten, auf denen wir denn unsere Entscheidung treffen, ich kaufe nicht. Und dann ist man subjektiv der Meinung, ich kenne das Unternehmen besonders gut und kann auch seine Produkte sehr gut einschätzen. Jetzt ist aber die Frage, ob nicht ein, ich sag mal, leicht zu verstehender Nebenwert viel besser zu verstehen ist, was da eigentlich dessen Geschäftsmodell ist, als zum Beispiel sagen, okay, ich habe wirklich Ahnung für eine Pyrokatalyse, was BASF jeden Tag betreibt, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und das ist so eine subjektive Wahrnehmung und deswegen kann es teilweise auch mal einfacher sein, sich einen Nebenwert anzuschauen, weil das Geschäftsfeld dann auch nicht so überbordend groß ist, als bei diesem multilateralen Großkonzern. Ja, in manchen Fällen, wie gesagt, mag das richtig sein, aber der Investor beschränkt sich dann eben hier unnötig auf doch ein verhältnismäßig kleines Anlageuniversum. Und die zweite und dritte Reihe, die eigentlich dem Stichwort Made in Germany, also deutscher Mittelstand auch, ich sag mal, auf den wir so alle recht zu stolz sind, gut investierbar machen, rückt dann so ein bisschen aus dem Blickfeld und da wollen wir die doch mal ein bisschen ins Rampenlicht setzen. In puncto Renditepotenzial muss man nämlich sagen, gehören diese Werte sogar zur Oberklasse und das kann ich Ihnen dann gleich nochmal zeigen. So, bevor wir damit aber beginnen, ein paar
Fakten und Daten nochmal zu den beiden Nebenwertindizes. Also fangen wir an mit dem MDAX. Das ist so gesehen dann die zweite Reihe, Abkürzung für Mid-Cap DAX, also mittlere Werte, wenn man so will. Ja, was kann man hier sagen? Der Index wurde 1996 eingeführt, damals bei rund 2600 Punkten. Man kann aber, damit man die auch längerfristig vergleichbar machen kann, eine Indexbasis setzen und die ist bei am 30.12.87 gesetzt worden bei 1000 Punkten und dann kann man dann hochgerechnet auf diese 2600 Punkte. Und die 50 größten börsennotierten Unternehmen, die auf die DAX-Unternehmen folgen, sind einfach drin. Das heißt also, wenn Sie so wollen, geht man eben mit 51, 52, 53, dann, nee, gar nicht mal, 31, 32, 33 nach dem DAX dann entsprechend logischerweise weiter. Es ist ein Performance-Index, ganz wichtig, damit die beiden Indizes auch miteinander vergleichbar werden, denn das vergessen viele auch, der DAX ist ein Performance-Index, das heißt, die Dividenden werden eingerechnet, immer wenn ich dann entsprechend auch den DAX und den Eurostoxx miteinander vergleiche. Vorsicht, wie gesagt, das eine ist ein Performance-Index, das andere ist ein Kursindex. Wir haben hier eine Marktkapitalisierung, die ist sehr breit schon gestreut. Sie sehen es hier, 77 Milliarden ist aktuell der Top-Wert, das heißt, es ist Airbus. Und auf der anderen Seite haben wir dann den kleinsten Wert mit knapp 1,7 Milliarden, das ist Leoni, das ist so ein Automobilzulieferer. Auch beim MDAX gelten fast die gleichen Regeln wie beim DAX. Das heißt, es wird gewichtet nach Marktkapitalisierung und Börsenumsatz nach Rang und dann sind zwei Beobachtungstermine im Jahr, ob eine Aktie aufgenommen wird oder herausfällt. So, das war zum MDAX. Zum SDAX gilt Ähnliches. Dieser wurde ein bisschen später eingeführt. 2800 Punkte startete er damals und auch hier hat man das Ganze entsprechend zurückgerechnet. Und logischerweise, die Unternehmen, die auf dem MDAX folgen, sind dann entsprechend im SDAX, also im Small Cap, also im kleinen DAX drin, wenn man so will. Auch hier wieder Performance Index, kann ich wunderbar vergleichen. Hier ist die Marktkapitalisierung von 7 Milliarden auf runter auf 482. Hier kann man schon mal interessant sehen. Das heißt, der größte Wert im SDAX ist viel größer als der kleinste Wert im MDAX. Das heißt also, es gilt nicht nur die Marktkapitalisierung, sondern es gilt eben auch der Börsenumsatz. Und das ist eben ganz wichtig auch zu sehen, dass entsprechend nicht nur die reine Größe zählt, sondern auch, wie ist die Aktie gehandelt. Das heißt, natürlich habe ich im DAX die beste Möglichkeit, einen Wert zu haben, der äußerst liquide ist. Je weiter ich in den Indizes runtergehe, desto illiquider werden natürlich die Werte und machen es schwieriger für mich zu handeln. Das ist richtig. Ich denke aber im Großen und Ganzen bei den Dimensionen, wo die meisten Privatanleger unterwegs sind, ist das jetzt nicht unbedingt das ausschlaggebende Kriterium. So, das war jetzt die kurze Vorstellung zu den beiden Indizes. Jetzt komme ich mal auf das Thema Performance. Das hat man nämlich meistens gar nicht so im Blick. Man denkt ja, oh, der DAX ist hier der Renditekönig. Gar nicht so weit her. Also ich habe jetzt mal die drei Indizes genommen und ab 1990 laufen lassen. Wie gesagt, das sind so zurückgerechnete Kurse und habe entsprechend die 1990 auf 100 indexiert. Und da sehen Sie entsprechend jetzt mal, die Indizes sind so, ja, man könnte fast sagen, so vielleicht bis 2010 oder 2012 relativ identisch gelaufen und dann sind sie auseinandergelaufen. Das heißt also im Endeffekt, da kann man sehen, der MDAX ist also richtig gut abgegangen. Dann haben wir dazwischen so eine Sandwich-Position den DAX und nur knapp dahinter den SDAX. Das heißt also im Endeffekt, wir haben schon mal einen Nebenwerteindex, der ist viel besser gelaufen als der DAX mit ja fast 3% mehr Rendite. Das ist schon mal ganz ordentlich. Nee, 2%. 2% mehr Rendite, das macht natürlich auf Dauer schon mal eine ganze Menge aus, wenn man das entsprechend dann hochrechnet. Also mitnichten ist der DAX der Beste. Und wenn man das Ganze dann nochmal ein bisschen runterbricht auf einen kürzeren Zeitraum, jetzt habe ich das Ganze auch mal auf 5 Jahre gemacht, also seit 2013, und da wird es dann noch deutlicher. Und da kann man ganz deutlich sehen, dass der DAX in Anführungsstrichen abgeschlagen mit einer Durchschnittsrendite von 14% daherkommt, während MDAX und SDAX da richtig abgerauscht sind. Natürlich ist das anders, sind das alles vergangenheitsorientierte Werte und man kann damit keine Prognose für die Zukunft tätigen, man sieht aber deutlich, ich sag mal, was für ein Potenzial in diesen Indizes drin stecken kann. Der Grund, der hierfür gilt, ist, diese Unternehmen sind teilweise sehr gut aufgestellt. Es sind Marktführer, es sind diese genannten Hidden Champions teilweise, die auch, ich sag mal, ja, konkurrenzlose Produkte auf dem Weltmarkt anbieten und dadurch natürlich auch, sag mal, sehr hohe Margen fahren können. Die haben vielleicht nicht die größten Umsätze, aber sind sehr, sehr profitabel. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass die sich hier exzellent auch auf dem Weltmarkt positionieren konnten, was sich entsprechend dann hier in einer sehr guten Kursentwicklung widerspiegelt. Ja, also nach dem Motto, hätte ich damals mal,
Aber im Endeffekt, auch in Zukunft sieht es ja nicht so aus, als wenn sich das Ganze jetzt krass ändern würde. Und dem, was verfolge, ein Blick auf die zweite und dritte Reihe könnte doch ganz interessant sein. Ich habe hier übrigens auch diesen 5-Jahres-Zeitraum gewählt. Man kann natürlich sagen, gut, man wählt immer den Zeitraum aus, der für einen selbst günstig ist. Aber 5 Jahre sagt man auch so im Durchschnitt, sollte man ja eine Aktie liegen lassen, Minimum. 5 Jahre verlangt auch der Gesetzgeber. Wenn ich beispielsweise einen Fonds oder einen Index zeige und ihn vergleichen möchte, dann sagt der Gesetzgeber, wir brauchen mindestens ein 5-Jahres-Fenster. Und auch man sagt, so großen Ganzen, wenn man zum Beispiel bestimmte Anlageformen wie Fonds und etc. miteinander vergleicht, sollte man so einen 5-Jahres-Zeitraum wählen. Deswegen habe ich entsprechend hier konkret auch diesen Zeitraum genommen. Das ist also jetzt nicht einfach nur irgendwie rausgegriffen, das gut aussieht, sondern das ist auch entsprechend ein Zeitfenster, das von vielen entsprechend so empfohlen wird, wenn man Anlagen miteinander vergleichen möchte. Ja, dann kommen wir jetzt mal in medias res, also gehen wir mal in die Praxis rein. Das heißt, ich habe Ihnen heute aus diesen beiden Indizes unsere aktuellen Favoriten mal mitgebracht. Das heißt, sowohl fundamental wie technisch werden wir uns Werte anschauen, die weiteres Potenzial versprechen. Und dann beginnen wir heute mal mit dem Wert Jungheinrich aus dem MDAX. Ja, was kann man zu diesem Unternehmen sagen? Vielleicht nicht allen so bekannt. Da sind wir so ein bisschen im Bereich des Hidden Champions, weil das Unternehmen im Endeffekt keine Endkundenprodukte herstellt. Also Sie sehen es schon, wer von Ihnen nicht in der Garage oder auf dem Privatlager einen Gabelstapler rumfahren hat, kommt mit Jungheinrich nicht direkt in Kontakt. Was macht das Unternehmen? Es produziert Flurförder-, Lager- und Materialflusstechnik, also Gabelstapler und, wenn Sie so wollen, Förderbänder. Im letzten Jahr gab es einen Umsatz von etwa 3,5 Milliarden Euro und es ist mittlerweile der drittgrößte Staplerhersteller weltweit nach Toyota und Kion. Das Unternehmen hat sehr stark zuletzt auch in die sogenannte Intralogistik 4.0 investiert. Das heißt also, damit Ihr Amazon-Paket morgens schon bei Ihnen ist, was Sie vielleicht nachmittags oder abends bestellt haben, ist eine unglaublich effiziente Kette notwendig. Und da versucht man an allen Ecken und Enden, ich sage mal, noch mal eine Minute oder mehr rauszuholen. Und ganz besonders kann man das entsprechend auch bei der Logistik dann machen. Das heißt also, sobald Sie bestellen, weiß sofort eine künstliche Maschine. Da das Produkt, was Sie bestellt haben, liegt oben links in Lager E23. Da muss also kein Gabelstaplerfahrer ein Buch nehmen und blättern. Wo liegt denn das? Wo habe ich das denn abgelegt? Sondern da kann die Maschine quasi sofort losfahren und das entsprechende Produkt sofort aus dem Lager herausholen. Deswegen ist das hier so wichtig. Was kann man bei der fundamentalen Analyse festhalten? Das Unternehmen hat ein sogenanntes eigenes Vertriebs- und Servicenetzwerk. Das heißt also, ein Großteil der Wertschöpfungskette kann im Unternehmen verbleiben. Das heißt also nicht nur der Produktion, Verkauf der eigenen Maschinen, sondern entsprechend auch alles, was drumherum ist, kann vom Unternehmen geliefert werden. Wie gesagt, sehr stark in diesen Automatisierungslösungen, die auch unabhängig von den Maschinen einzeln verkauft werden. Und Elektrostapler hat sich hier als ja, attraktive Nische gebildet. Also da, wo wir bei den Autos noch weit, weit nicht da sind, wo viele, ich sag mal, die Autobranche sehen wollen, da sind wir eigentlich bei diesen Elektrostaplern, die ja dann in geschlossenen Hallen arbeiten, wo Gas- und Benzinantriebe nicht möglich sind, sind die entsprechend schon ganz weit führend und haben da sich sehr ein gutes Standbein geschaffen. Wo man ein bisschen aufpassen muss, also von der negativen Seite, es ist so ein bisschen wie bei den Druckern. Das heißt also, das Neugerät wird zu günstigen Preisen verkauft oder so, dass sie gar nicht damit die größten Margen fahren, teilweise auch gar keine Profite machen, sondern einfach eben mit diesem Service, der drumherum ist. Deswegen auch so wichtig, dass eben so ein eigenes Vertriebs- und Servicenetzwerk haben und externe Wachstumschancen. Das heißt also, mögliche Übernahmen sind aktuell kaum möglich, weil, wie gesagt, wenn die größten Konkurrenten Toyota und Kion sind, dann kann man die nicht mal eben übernehmen. Das heißt, das Unternehmen muss auch wirklich organisch wachsen. Das heißt also, große Sprünge im Umsatz- und Renditepotenzial sind erstmal nicht gegeben. Wo man aktuell so ein bisschen darauf achten kann, ist eben dieser Ausbau der Lagerlogistik für den Electronic Commerce, also sprich Amazon und Co. Das ist hier bei diesem Unternehmen aktuell gegeben. Und wenn da neue Nachrichten auch von dieser Seite kommen, dann können die auch gerne mal wieder zu einem ja, Gewinnsprung oder Kurssprung bei dieser Aktie sorgen. So, das war meine kurze fundamentale Vorstellung dieses Unternehmens des ersten Wertes. Und dann würde ich dich, Stefan, kurz bitten, mal eine technische Einschätzung dazu zu geben. Vielen Dank. Jawohl, hallo auch nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Stefan Feuerstein. Damit Sie sich meine Stimme da etwas besser merken können im Laufe des heutigen Webinars, ich werde die Charttechnik machen. Ich werde versuchen, aus dem Timing heraus, aus den Charts heraus, ein Trading Setup zu entwickeln.
so dass man eben diesen Wert dann, dass wir da irgendwo was haben, wo man dann eben eine Handelsstrategie draus erhält. Ich beginne immer mit langfristigen Charts, beziehungsweise ich arbeite mit verschiedenen Zeitebenen. Das hat den Hintergrund, dass man bei verschiedenen Zeitebenen mehr Dinge erkennen kann, als wenn ich jetzt zum Beispiel nur einen Tageschart verwenden würde. Das geht auf der einen Seite so weit, dass ich dann sage, ich kann weit in die Zukunft zurückschauen und kann dann irgendwelche horizontalen und Unterstützungs- und Widerstandslinien erkennen damit. Ich kann aber auch Formationen damit besser erkennen, die dann eben beispielsweise auf der Monatsebene auftreten, die ich in der Tagesebene so gar nicht erkennen könnte. Das sind zum Beispiel auch Candlesticks, die dann Überdeckungsmuster haben oder sowas. Da wird es dann schon schwer, sowas zu erkennen. Ich will es jetzt gar nicht so arg weit vertiefen, weil so tief wird mir in dem heutigen Webinar gar nicht reingehen. Nur so als kleinen Hintergrund, warum ich eben so vorgehe, wie ich vorgehe. Und in der Regel beginne ich eben auf der Monatsebene. Das bedeutet, eine Kerze, wie hier zu sehen, ist ein Handelsmonat. Und das sieht man eben in der Aktie von Jungheinrich, dass wir seit 2012 hier so einen, ja, einen aufwärts gerichteten Trendkanal ausbilden. Es ist immer etwas schwierig, Trendkanäle zu zeichnen. Ich habe hier beispielsweise diese Übertreibungsphase habe ich außen vor gelassen, sondern ich orientiere mich eher an den Punkten, die dann wirklich die Trendlinie berühren, um dann mehr Signifikanz eben in so einer Trendlinie, in so einem Trendkanal reinzubekommen. Ganz unten habe ich einen MACD eingeblendet. Der ist allerdings auch auf monatlicher Basis berechnet. Und auch hier ist es dann eben so, wenn ich dann Indikatoren auf verschiedene Zeitebenen berechne und dann kommen da auch ganz andere Signale bei raus, dann kann ich eben sagen, okay, ich habe einen langfristigen Trend oder ich habe eine langfristige Gelegenheit für einen Einstieg. Der Kurs ist jetzt zurückgekommen. Das sehen wir beispielsweise hier unten. Der MACD ist hier zuletzt deutlich zurückgekommen seit Jahresbeginn. Wir hatten hier auch in der Aktie einen Rückgang drin. Der wurde, kann man später noch etwas besser erkennen wahrscheinlich, durch eine negative Divergenz angekündigt. Doch auch nur einen kleinen Einwand dazu. Eine negative Divergenz bedeutet, dass im Kurs der Aktie weiterhin Hochpunkte zu sehen sind, wie hier eben im letzten Jahr beziehungsweise zum Jahreswechsel. Und danach ist dann eben, geht es dann nach unten mit fallenden Hochpunkten. Das ist im Wochenchart, wo ich gleich drauf komme, noch etwas besser zu erkennen. Und das hat sich da eben angekündigt. Und das wiederum, das lässt sich dann sehr gut in den verschiedenen Zeitebenen erkennen. Ich gehe dann auch gleich schon in die Wochenebene rein, ne, beziehungsweise, Entschuldigung, das ist schon die Tagesebene. Da habe ich einen kleinen Sprung gemacht dieses Mal. Und da sieht man eben auf der einen Seite den Aufwärtstrendkanal, den ich bereits auf der Monatsebene markiert habe. Und auf der anderen Seite haben wir hier seit Jahresbeginn eben so einen kurzfristigen Abwärtstrendkanal. Und ja, was man hier eben sehen kann, wir hatten hier zuletzt diese Unterseite dieses Trendkanals ausgiebig getestet, beziehungsweise sind hier momentan noch dran. Dann haben wir gleichzeitig auf diesem Testniveau um 34,50 eine horizontale Unterstützungslinie. Die setzt sich zusammen aus den Hochpunkten, was wir hier im vergangenen Jahr hatten im Sommer. Und insofern ergibt sich da momentan so eine Art Kreuzunterstützung, die etwas massiver ist, als wenn ich jetzt nur eine reine Trendlinie dort liegen hätte. Und daher eben auch dieser massive Test bislang. Was jetzt aber interessant ist, und dazu entferne ich dann wieder ein paar Linien, dann kann man mehr erkennen, ist eben dieser kurzfristige Abwärtstrendkanal. Wenn der Kurs aus diesem Abwärtstrendkanal hier nach oben ausbrechen sollte, dann würde sich ein klares Kaufsignal ergeben, beziehungsweise ein mittelfristiges Trendfolgesignal. Dann ist davon auszugehen, dass wir eben weiter nach oben weggehen. Und jetzt stellt sich eben die Frage, auf der einen Seite habe ich positive Signale drin, eben in der mittel- bis langfristigen Ebene, dann in der Tagesebene auch. Und wann eröffne ich jetzt eben eine Long-Position? Soll ich das gleich tun oder soll ich dann eben warten, bis dieser Abwärtstrendkanal, den ich hier gerade markiert habe,
bis der nach oben überbrochen wird. Und um das Timing dann zu verfeinern, gehe ich noch eine Ebene tiefer rein. Das ist allerdings wirklich nur, um dann zu sehen, wann eröffne ich eine Position, mache ich eine Limit-Bedingung rein oder eine Stop-Buy-Bedingung. Das bedeutet, geht der Kurs nach oben weg. Und da sieht man eben, dass wir seit Anfang Mai Probleme hatten, nach oben über die Marke von 35 Euro zu gehen. Da haben wir hier so eine Widerstandslinie drin gehabt. Die hatten wir jetzt vorgestern nach oben überwunden und sind jetzt im Zuge von einer Art Pullback-Reaktion wieder herangelaufen und haben diese 35,50 jetzt quasi als Unterstützung bestätigt. Also eine Pullback-Reaktion bedeutet immer, man hat einen Ausbruch und dann läuft der Kurs im Zuge dieses Ausbruchs nochmal zurück an die Ausbruchstelle und bestätigt das sozusagen nochmal. Und da würde sich dann auch ein günstiges Einstiegsniveau dann anbieten. Das bedeutet, auf dieser Stundenebene, hier ist eine Handelskerze, eine Handelsstunde, lässt sich eben erkennen, dass wir auf aktuellem Niveau jetzt eine interessante Chance haben. Es sieht wohl danach aus, auf den übergeordneten Ebenen, dass es weiter nach oben geht. Und deswegen habe ich jetzt mal versucht, da so eine Art Trading-Setup mal zusammenzubauen. Wie gesagt, mit dieser Pullback-Reaktion würde sich ein Limit bei 35,50 anbieten. Der Ausstieg dann knapp unter dem letzten Tief. Und das sieht man hier, das hatten wir bei rund 34. Ich lege dann den Ausstieg, den Stoppkurs immer klar unter diesem letzten Tief, dass wir nicht im Zuge von der Tagesschwankung da unglücklich rauskommen. Denn nichts ist ärgerlicher, als wenn man ja vom Trading Setup eigentlich richtig liegt, von der Analyse, von der Idee und dann unglücklich ausgestoppt wird und muss dann als Unbeteiligter der Bewegung hinterher schauen, die man eigentlich erwartet hat. Und da vielleicht noch einen kleinen Einschub zu den Stoppkursen, das ist immer eine beliebte Frage, da gehe ich jetzt nochmal eine Ebene höher, da kann man es dann auch sehr schön erklären. Stefan, bevor du auf Ja. die Stops eingehst, auch ganz kurz noch, weil gerade eine Frage kam von Heinz, dass du auch mal sagen kannst, weil du hast jetzt sehr viel über den MACD auch eben geredet, dass du kurz mal Ja. sagst, was der MACD überhaupt darstellt, was es überhaupt ist, damit jeder da abgeholt wird. Okay, der MACD ist im Prinzip nichts anderes als, also kann man in jedem Standardprogramm einstellen, es ist ein eigentlich ein uralter Indikator, der sich aus zwei gleitenden Durchschnitten zusammensetzt. Ich habe im Laufe der Jahre immer wieder versucht, eine Optimierung bei verschiedenen Indikatoren vorzunehmen oder bei mit einer Kombination von Indikatoren, dass man dann sagt, okay, ich habe da verschiedene Filter drin. Wir haben auch mal vor ganz, ganz vielen Jahren haben wir mal versucht, aus Spaß Mondzyklen zu handeln und haben dann festgestellt, das ist ein völliger Blödsinn, da kommt gar nichts raus dabei und haben dann eben über Filter versucht, diese Mondzyklen attraktiver zu machen, hat auch irgendwo dann einigermaßen funktioniert. Das bedeutet, über ein Filtersystem kann man sogar ein schlechtes System besser machen. Allerdings im Großen und Ganzen bietet sich's natürlich nicht an, sowas dann zu handeln. Aber zurück zum MRCD. Wie gesagt, ich habe hier verschiedene Einstellungen probiert und bin dann letztendlich zu dem Schluss gekommen, über die Standardeinstellungen, die, wie gesagt, 12 und 26 Tage, erhält man in der Regel die besten Ergebnisse, aber in Kombination eben über die verschiedenen Zeitebenen. Das bedeutet, wenn ich jetzt in der übergeordneten Wochenzeitebene plötzlich ein sehr attraktives Kaufsignal habe, dann versuche ich in unteren Zeitebenen dann entsprechend nur noch die Long, die Kaufsignale, die kurzfristigen zu handeln und die Shortsignale dann erstmal außen vor zu lassen. Das ist quasi mein Filter, den ich jetzt nur über den MACD einsetze. Jetzt gibt es viele, die sagen, oh Gott, nee, das ist ja uralt und das braucht kein Mensch und das funktioniert ja alles nicht. Wir haben hier den Super-Duper-Tralala-Indikator. Also ein Indikator ist nichts anderes, als dass ich meinen Kurs mathematisch zerlege, um bestimmte Dinge kenntlich zu machen, die ich so ohne weiteres nur schwer erkennen kann. Und deswegen, wie gesagt, ich habe ja über viele Jahre verschiedene Sachen ausprobiert und mit dieser Vorgehensweise über die verschiedenen Zeitebenen lassen sich auch einfache Indikatoren sehr profitabel handeln. Man muss eben nur wissen, wie man sie einsetzt. Das eine ist eben, indem ich sage, ich habe negative Divergenzen oder positive Divergenzen. Und das kann ich hier mal ganz kurz zeigen. Das ist, wir haben hier steigende Hochpunkte bei
Jungheinrich drin gehabt in den letzten Monat beziehungsweise vor dem Jahreswechsel, was wir hier hatten. Und im Indikator hatten wir hier fallende Hochpunkte. Das ist ein ganz klares Warnsignal, deutet darauf hin, dass es eben ja, die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass es eine korrigierende Bewegung nach unten gibt. Das ist die eine Möglichkeit, wie man den Indikator interpretieren kann. Das andere ist, dass man sich eben aus der Vergangenheit verschiedene Extremniveaus sucht, dass man sagt, man zieht hier irgendwo eine Linie ein und alles, was drüber ist, das sind dann für mich ja Niveaus, wo es langsam gefährlich wird, wo ich dann, wenn ich vorher jetzt beispielsweise nach oben gehandelt habe, eine Long-Position hatte, dann versuche da jetzt Risiko rauszunehmen und die Position dann sukzessive wieder abbaue. Das sind so Interpretationsmöglichkeiten. Selbst wenn man jetzt nur im Klassensinne die Überschneidung der beiden Durchschnittslinien wählen würde, ist man schon gut beraten, das eben dann so zu machen, dass man sagt, okay, man hat die Verkaufssignale weit im positiven Terrain und die Kaufsignale weit im negativen Terrain und damit kann man schon sehr viele Fehlsignale ausschließen. Jetzt nur mal zur Interpretation von klassischen Indikatoren, weil ich da immer wieder eben die Diskussion dann habe, gerade von ja, Neulingen, Einsteigern, die der Meinung sind, der heilige Gral liegt da irgendwie in dem Super-Duper-Indikator, der jetzt dann neu entwickelt worden ist. Ich habe im Laufe der Jahre so viele Sachen erlebt damit und letztendlich kochen alle doch irgendwo nur mit Wasser und wichtig ist, dass man eben versteht, was man tut und wie man es richtig anwendet. Und dann setzt der Erfolg auch irgendwann ein. Und zum Thema Erfolg jetzt komme ich zurück zu den Stoppkursen. Denn letztendlich ist es ganz, ganz wichtig, dass das Risiko sich im Rahmen hält. Und deswegen müssen wir eben das Risiko begrenzen. Das machen wir durch Stoppkurse. Und Stoppkurse platziere ich gemäß der Dow-Theorie, die eben sagt, einen steigenden Trend habe ich mit steigenden Tiefpunkten, einen fallenden Trend mit fallenden Hochpunkten. Das lässt sich auch mathematisch eindeutig programmieren. Wer das mal versucht, ein System zu programmieren am Computer, wird dann schnell sehen, wie schwierig dann manche Sachen zu fassen sind. Wie gesagt, ich habe hier beispielsweise, wenn ich es mal einzeichnen darf, hier steigende Hochpunkte irgendwo und beziehungsweise der Hochpunkt ist hier und so setzt sich eben ein Trend zusammen und wenn der letzte Hochpunkt dann entsprechend nach unten durchbrochen wird und dann habe ich eine Trendwende nach unten und dann wird es eben, zeichnet es mir einen Abwärtstrend an und wenn ich diesen Abwärtstrend, den haben wir hier jetzt beispielsweise mit fallenden Hochpunkten und wenn dieses letzte Zwischenhoch dann überwunden wird und dann habe ich ein ganz klares Trendwendesignal und dann ist eben davon auszugehen, dass der Kurs dann eben weiter nach oben steigt. Und mit diesen Indikatoren beziehungsweise mit den verschiedenen Unterstützungslinien und mit den Zeitebenen lässt sich eben schon im Vorfeld bestimmen, ist eine höhere Wahrscheinlichkeit da, dass ich jetzt eine Trendwende bekomme, habe ich positive Tendenzen drin und dann kann ich eben den entsprechenden Trade so eben auswählen. So, und mit den Tiefpunkten, wie gesagt, wir hatten hier bei rund 34 das letzte markante Tief. Wenn ich jetzt eine Long-Position aufbaue, ich mache da mal wieder ein paar Linien weg, 34 das Tief, deswegen würde ich den Stoppkurs dann entsprechend bei rund 33 setzen. Also das ist immer eine Ansichtssache, das kann man nie so genau sagen, wo dann auf die letzte Nachkommastelle. Ich versuche immer nur einen gewissen Puffer drin zu lassen, denn so wie hier jetzt beispielsweise, man hat da mal Tagesschwankungen drin, wo der Kurs dann auch mal unter das letzte Tief schaut. Und wie gesagt, dann wird man eben, wenn man den Stoppkurs zu eng platziert hat, dann unglücklich ausgestoppt und das soll natürlich dann auch nicht sein. Gut, und nach oben hin haben wir die Ziele zunächst bei 38. Das ist hier das letzte Zwischenhoch, was wir hier im April hatten. Dann im weiteren Verlauf haben wir so die 41, habe ich hier auch mal markiert, mit dem Hoch des vergangenen Jahres. Das ist so das nächste Hoch, das nächste Kursziel, was wir erreichen können. Dann ist das Allzeithoch hier bei 43 Euro. Und wenn wir hier wirklich dann nach oben drüber gehen sollten, und dann beschreiben wir historisches Neuland und dann ergeben sich die Kursziele zunächst an runden Marken. Das bedeutet, wir haben hier irgendwo die 45 und die 50 Euro im Zuge des Trendkanals. Ich zeichne den hier nochmal ein. Hier dieser Trendkanal, meine ich, der langfristige, wären auch noch höhere Kursziele drin. Nur ich halte es halt für etwas
Ja, schwierig, da jetzt irgendwelche Kursziele im Bereich von 60 oder sonst was auszurufen, sondern ich möchte mich erstmal auf das konzentrieren, was so im Laufe von der absehbaren Zeit erreichbar ist. Und dann muss man einfach schauen, wie groß ist die Dynamik, wie groß ist die Kraft, die noch vorhanden ist, erreichen wir dann noch weitere Hochpunkte und dann kann man nach neuen Kurszielen schauen. So, bevor ich jetzt an den Ingmar übergebe, nach meiner langen Rede, ich fasse ganz kurz das Trading Setup nochmal zusammen. Wir haben gesagt, ein Limit bei 35,50. Das bedeutet, bis 35,50 würden wir eine Long-Position aufbauen. Der Ausstieg, der Stoppkurs bei 33 und dann haben wir die Ziele 38, 41, 43 und dann historische Kurse nach oben 45 beziehungsweise 50. Das wären dann so die nächsten Kursziele. So, vielen Dank, Stefan, für deine Ausführungen. Wir sind in der Zeit schon ziemlich weit fortgeschritten, wollen aber dennoch uns natürlich nochmal die Produkte auch anschauen, die man entsprechend handeln kann. Sehen und mein Name ist Ingmar Königshofen. Anfangs wurde ja schon gesagt, zusammen mit Stefan Feuerstein betreibe ich das Portal börsedaily.de. Und wir hatten ja am Anfang in der Umfrage gesehen, dass nur in Anführungsstrichen knapp unter 30% schon in Hebelprodukte investieren. Kann daran unter anderem auch liegen, vielleicht, dass die Produkte für den einen oder anderen zu komplex sind, dass sie vielleicht die Preisgestaltung nicht nachvollziehen können. Von daher denke ich, es macht schon Sinn, sich mal mit diesem Thema zu befassen. Das wollen wir jetzt in meiner Präsentation machen, wollen schauen, was sind Mini-Futures, das ist eine Produktgattung dieser Hebelprodukte, wollen uns anschauen, wie die Ausstattung ist dieser Produktgattung und werden dann die ein oder andere Berechnung durchführen, erstmal anhand des DAX, damit das hoffentlich jeder versteht, wie man ein Produkt ganz einfach berechnen kann selber und werden dann die Strategie vom Stefan auf Jungheinrich anwenden, werden schauen, wie wir das mit einem entsprechenden Mini-Future umsetzen können. Hier haben Sie mal ganz kurz eine Übersicht, welche Produkte es eigentlich im deutschen Derivatemarkt mittlerweile gibt. Das ist hier vom Deutschen Derivateverband eine Übersicht, geht von sehr ja, konservativ bis sehr, sehr spekulativ auf der rechten Seite. Und Sie sehen, dass das Spektrum sehr, sehr groß ist. Es gibt Anlageprodukte mit Kapitalschutz, mit 100%igen Kapitalschutz oder auch nur mit teilweise Kapitalschutz. Und dann gibt es Hebelprodukte ohne Knockout. Das sind klassische Optionsscheine, die Sie wahrscheinlich kennen, Call und Put. Und es gibt eben die sogenannten Knockout-Produkte, die eben ein Totalverlustrisiko haben während der Laufzeit. Und mit diesen Produkten wollen wir uns heute beschäftigen. Eine Unterkategorie davon sind eben diese Mini-Futures. Es gibt noch Turbos mit Laufzeit, es gibt Open-End-Turbos oder auch Unlimited-Turbos, wie die genannt werden. Und es gibt eben diese Mini-Futures. Und da diese in der Regel auf dem inneren Wert gepreist sind, wollen wir uns das Ganze mal anschauen und wollen eben gucken, wie das funktioniert. Wollen wir also zunächst einmal auf die Ausstattung schauen, damit auch jeder genau weiß, um was es sich hier handelt. Natürlich ist es so, dass es sich hier um ein Derivat handelt und ein Derivat bezieht sich natürlich auf einen Basiswert. Also, wenn Sie jetzt einen Mini-Future kaufen, muss der sich auf irgendetwas beziehen. Als Beispiel auf den DAX oder auf die Aktie von Jungheinrich oder auf Gold oder auf Silber oder den Euro-US-Dollar oder sonstiges. Im Endeffekt gibt es eigentlich so gut wie für jeden Markt die passenden Hebelprodukte mit verschiedenen Hebeln, die Sie dann dementsprechend erwerben können. Dann haben Sie die Möglichkeit, und das ist eben das Schöne, dass Sie nicht nur long gehen können, das heißt, Sie können nicht nur auf steigende Kurse des Basiswertes spekulieren, sondern auch short gehen. Das heißt, wenn Sie davon ausgehen, was der Stefan eben zum Beispiel gesagt hat, dass eher dieser langfristige Aufwärtstrend nach unten verlassen wird, dann haben Sie eben auch die Möglichkeit, auf fallende Kurse zu spekulieren, indem Sie ein entsprechendes Short-Produkt kaufen. Dann gibt es bei Produkten mit Laufzeitbegrenzung eine Laufzeit. Bei Mini-Futures in diesem Falle ist die Laufzeit Open-End, also unbegrenzt. Heißt also, wenn Sie das Produkt heute kaufen, kann es sein, dass das Produkt einen Tag läuft, bis es eben ausgenockt wird. Dazu kommen wir aber später. Oder aber das Produkt kann auch teilweise 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre laufen, je nachdem. Wir werden aber nachher darauf kommen, auch was es da mit den Finanzierungskosten natürlich auf sich hat. Denn Sie haben natürlich die Möglichkeit, in sein Produkt zu investieren. Es fallen aber natürlich Kosten an. Und aufgrund der Tatsache, dass die Laufzeit hier Open-End ist, also unbegrenzt, müssen natürlich täglich Finanzierungskosten einberechnet werden. Dann ein ganz wichtiges Auswahlkriterium ist der Basispreis. Denn dieser Basispreis sorgt dafür, wie hoch, beziehungsweise entscheidet darüber, wie hoch der Hebel ist, mit dem Sie entsprechend investieren.
Heißt also, wenn wir uns mal vorstellen, Sie kaufen ein Produkt mit Hebel 10. Was heißt das? Das heißt ganz einfach, wenn der Basiswert, also die Aktie, um 1% steigt oder fällt, gewinnen oder verlieren Sie mit dem Hebelprodukt 10%. Jetzt kennen Sie wahrscheinlich oftmals auch Werbung, die irgendwo getätigt wurde, wenn da teilweise steht, bei uns habt ihr die Möglichkeit, mit Hebel 400 zu handeln. Ich glaube manchmal, dass viele Personen gar nicht verstehen, was da überhaupt, was da vor sich geht. Weil was heißt das denn? Das heißt, bei 400er Hebel hieß ja, der Basiswert läuft nur 1% gegen Sie. Also kann er noch nicht mal, weil Sie dann 400% quasi verlieren würden. Das heißt, wenn ich das richtig rechne, kann der Wert nur 0,25% gegen Sie laufen und Sie haben einen Totalverlust. Ja? Heißt auf der anderen Seite, wenn es natürlich das Produkt 1% für Sie läuft, machen Sie 400% plus. Da aber natürlich nur 100% bis zum Totalverlust verloren werden können, müssen wir also die 400 natürlich dementsprechend berücksichtigen, müssen das in diesem, durch diese 1% oder mit der 1% dividieren und bekommen dann eben raus, dass wir 0,25% dann schon bei so einem Riesenhebel ausgenockt werden. Das einfach nur mal zur Vergegenwärtigung, weil ich glaube, dass viele gar nicht damit umgehen können, weil man hört, da kann man Hebel 100 machen, da kann man 300 machen und das ist teilweise schon so ein Wettkampf, dass viele Anbieter das dann als total toll empfinden. Ganz im Gegenteil sehe ich das. Ich denke eher, versuchen Sie den Hebel runterzunehmen, versuchen Sie eher einen Hebel zwischen 2, 3, 4, 5 zu wählen, denn dann haben Sie auch die Möglichkeit, eine Bewegung, die gegen Sie läuft, mal auszusitzen und dementsprechend dann auch von der hoffentlich für Sie entsprechenden Bewegung zu partizipieren. Ansonsten fliegen Sie ja sofort wieder raus aus dem Trade und können gar nicht mehr darauf hoffen, dass der Trade in Ihre Richtung läuft. Dann haben Sie bei den Mini-Futures noch eine eingebaute Stop-Loss-Schwelle. Das heißt, wenn diese Stop-Loss-Schwelle erreicht wird, wird das Produkt fertiggestellt und es wird in der Regel automatisch ein Restwert ausbezahlt. Wichtig ist, das ist nicht die Stop-Loss-Schwelle, die Sie auch noch, oder den Stop-Loss, den Sie auch noch selber setzen können, weil die Frage kam auch ab und zu mal auf. Nein, Sie haben natürlich die Möglichkeit, noch selber einen Stop-Loss natürlich an den Börsen oder außerbörslich zu setzen. Das hat damit nichts zu tun. Wollen wir uns also mal anschauen, was so ein Mini-Future kostet und wie genau die Berechnung vor sich geht. Nehmen wir an, Sie kaufen einen Mini-Long, also Sie gehen davon aus, dass der DAX in diesem Falle steigen wird. Dann berechnet sich der Preis dieses Mini-Future-Longs ganz einfach. Sie nehmen den Kurs des Basiswertes, also den Kurs des DAX in diesem Falle, minus den Basispreis des Produktes, haben dann ein Ergebnis. Das multiplizieren Sie mit dem Bezugsverhältnis und kommen dann recht genau auf den aktuellen Preis des Produktes. Sie sehen hinten noch in eckiger Klammer ein Aufgeld. Es kann manchmal sein, dass die Produkte noch ein Aufgeld von wenigen Cent haben, aber manche sind auch auf dem inneren Wert gepreist. Deshalb einfach nur in Klammern. Würde jetzt auch zu verwirrend sein, wenn ich da jetzt auch noch explizit darauf eingehe, worauf sich das Aufgeld zusammensetzt. So, haben wir also hier als Basiswert den DAX. Ich habe gesagt, wir wollen auf einen steigenden DAX spekulieren. Wir haben einen Basispreis bei 12.000 Punkten, Stop-Loss-Schwelle 12.200 Punkten bei diesem Produkt. Heißt also, sollte der DAX zurückfallen auf 12.200 Punkte, wird das Produkt automatisch fertiggestellt, haben wir eben gesehen, und Ihnen wird ein gewisser Restbetrag zurückgezahlt. In diesem Fall habe ich mal gemacht, stehen wir auch ungefähr, DAX-Stand 13.000 Punkte und das Bezugsverhältnis dieses Produktes ist 0,01. Heißt also, wir berechnen das Produkt nach der Formel oben. Kursbasiswert 13.000 minus Basispreis 12.000 sind 1.000 Punkte mal 0,01. Heißt also, das Produkt kostet 10 Euro. Das gleiche auch, wenn wir auf fallende Kurse spekulieren möchten. Allerdings müssen wir dann Basispreis minus Kurs des Basiswertes rechnen, da sich der Basispreis in diesem Falle oberhalb des aktuellen DAX-Standes befindet. Sehen Sie hier, Basispreis 14.000 Punkte, Stop-Loss-Schwelle 13.800 Punkte. Aktueller DAX-Stand weiterhin 13.000 Punkte. Was rechnen wir also? 14.000 Punkte minus 13.000 Punkte mal 0,01 sind auch 10 Euro, würde auch also dieses Produkt 10 Euro kosten. Und ich hatte es eben schon gesagt, was natürlich ganz, ganz wichtig ist zu beachten. In meinem Beispiel gerade eben mit dem DAX war der Basispreis fix bei 12.000 Punkten zum Beispiel. Ja, das ist er auch beim Tag der Emission. Allerdings, da das Produkt ja eine unbegrenzte Laufzeit hat, werden die Finanzierungskosten in das Produkt eingerechnet. Und das passiert, indem quasi etwas auf den Basispreis draufgesattelt wird. Nehmen wir mal an, wir stehen heute bei 13.000 Punkten, Basispreis 12.000 Punkte. Jetzt läuft das Produkt einen Tag und wir würden jetzt sagen, für diesen Tag
wo wir dir, lieber Anleger, einen Kredit quasi geben, weil man hat ja nur eine ganz kleine Finanzierung, die man tätigt, partizipiert aber voll mit am Markt selber, bekomme ich Finanzierungskosten, also eine Art Kredit, die da stattfindet. Und jetzt sage ich einfach, am nächsten Tag ist der Basispreis nicht mehr 12.000 Punkte, sondern 12.001 Punkt. Dann können Sie ja selber mal rechnen, dann würde ich also quasi einen Punkt, also einen Cent im Schein verlieren, aufgrund der Tatsache, dass wir eben die Finanzierungskosten eingepreist haben. Das ist jetzt nicht wild bei einem Tag. Wenn ich aber so ein Produkt vielleicht Monate halte, 6, 7, 8 Monate oder sogar 2 Jahre, dann ist das eine Kennziffer, die man auf jeden Fall beachten sollte, dass eben diese Finanzierungskosten einberechnet werden. Sollten Sie einfach mal im Hinterkopf behalten, sich darüber informieren und schlau machen, wie das Ganze funktioniert. Jetzt kommen wir zu dem speziellen Produkt auf Jungheinrich. Wir hatten ja gesagt, oder Stefan hatte gesagt, er geht davon aus, dass die Aktie weiter ansteigen kann. Heißt also, wir müssen einen entsprechenden Mini-Future-Long raussuchen. Das habe ich jetzt gestern mal gemacht. Habe also das Produkt hier ausgewählt. Hier sehen Sie die WKN, damit das Produkt ganz klar eindeutig identifizierbar ist. Das ist hier die WKN. Natürlich, wenn wir das oder dieses Webinar hier zusammen mit der DZ Bank. Das heißt also, das ist jetzt ein Produkt der DZ Bank, was ich ausgewählt habe. Da wäre die WKN. Daneben sehen Sie die ISIN. So, unten drunter sehen Sie, was das Produkt dann zu diesem Zeitpunkt gekostet hat. 1,13 Euro. Das heißt, Sie konnten zu diesem Zeitpunkt um 20:50 Uhr am 16.05. das Produkt zu 1,13 Euro kaufen und zu 1,12 Euro sofort wieder verkaufen. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Sie müssen das Produkt jetzt nicht irgendwie monatelang halten oder tagelang halten, sondern nein, Sie haben die Möglichkeit, das Produkt jetzt zu kaufen und im Endeffekt, sobald es eingebucht ist, das geht ja mittlerweile in Sekunden, Millisekunden eigentlich, können Sie das Produkt auch direkt wieder veräußern. Dann die beiden wichtigen Punkte, der Basispreis und die Knockout-Barriere. Und Sie sehen jetzt hier schon, dass das keine geraden Zahlen sind, ist ja eben das, was ich gesagt habe. Durch diese täglichen Anpassungen sind das in der Regel sehr ungerade Zahlen. Also Basispreis 24,7902, Knockout-Barriere 26,0736. Und ganz unten können Sie dann sehen, der aktuelle Hebel dieses Produktes war 3,18 zu dem Zeitpunkt, als ich hier diesen Screenshot gemacht habe. Heißt also, um das nochmal klar zu sagen, bewegt sich die Jungheinrich 1% für uns, gewinnen wir 3,18%, läuft die Aktie 1% gegen uns, verlieren wir eben 3,18%. Und Sie sehen rechts auch in der Spalte Abstand zum Knockout sind 27,5%. Heißt also, wenn die Aktie 27% gegen uns läuft, dann erst erleiden wir einen sogenannten Knockout, dann wird das Produkt fertiggestellt und es wird ein Restbetrag in der Regel ausgezahlt. Ja, das waren jetzt viele Worte. Wollen wir jetzt natürlich mal schauen, auch hier, wie die Berechnung ist. Wir hatten ja, oder Stefan hatte gesagt, er würde einsteigen mit einem Limit bei 35,50 € in der Aktie. Heißt also, wenn ich die Formel wieder anwenden möchte, die ich ja oben schon für den DAX gezeigt habe, nehme ich einfach dieses Limit, die 35,50 € minus den Basispreis, minus die 24,7902 mal den Bezugsverhältnis, in diesem Falle 0,1. Also ist mein Einstand 1,07. Gehen wir nochmal zurück. Wir haben gesehen, das Produkt hat gekostet 1,13 Euro. Heißt also, wenn ich günstiger reinkommen möchte, müsste ich in diesem Falle mit dem Limit meine Order bei 1,07 platzieren und würde dann versuchen, eben günstiger reinzukommen als der aktuelle Preis. Ja. Sollte es allerdings jetzt so sein, nur das schon mal für den Hinterkopf nochmal, dass das Limit jetzt in den nächsten Tagen nicht erreicht wird, müsste man natürlich jedes Mal das Limit leicht anpassen aufgrund der anfallenden Finanzierungskosten, die hier wiederum hier in den Basispreis eingerechnet werden. Wollen wir uns mal anschauen, was passiert, wenn ein von Stefan genanntes Ziel erreicht wird? Er hat ja als ein Ziel genannt die 43 Euro. Also müssen wir natürlich auch wissen, wenn ich nicht den ganzen Tag vorm PC sitzen möchte und Jungheinrich beobachte, bis ich dann endlich verkaufen kann, muss ich ja wissen, wo setze ich denn mein Verkaufslimit? Also Ziel war 43. Kann ich es ganz einfach auch hier so machen. 43 Euro minus den Basispreis. Wie gesagt, auf die Anpassung achten. Mal 0,1 sind 1,82 Euro. Und jetzt kann man sehr, sehr schön diesen Hebeleffekt erkennen. Wenn das Ziel erreicht wird und die Strategie vom Stefan würde so aufgehen, dann hätten wir eben mit dem Basiswert selber eine Rendite von 21% in etwa erzielt. Sollte das mit diesem Turbo dann entsprechend ebenfalls funktionieren, würde man eben 70,09% erzielen. Und jetzt sehen Sie auch, ich hatte eben schon gezeigt, der Hebel war ja etwas über 3, kann man sehr gut erkennen.
2021, so wenn wir es mal 3 nehmen würden, wären wir schon bei 63 und es war ja etwas über 3. Also passt relativ genau. Wir steigen ja sogar ein bisschen tiefer noch ein. Also kann man ganz gut erkennen, dass es auch relativ einfach zu verstehen ist mit dieser Hebelwirkung. Aber ganz wichtig nochmal, Hebel 3 bedeutet auch, läuft der Basiswert 30% in etwa gegen mich, habe ich eben einen Totalverlust. Das sollte man auf jeden Fall natürlich immer beachten. Von daher, das eigene Risiko-Money-Management natürlich muss hier Einfluss haben und nicht einfach jetzt sagen, ja, die Strategie hört sich super an, hier haue ich jetzt mal meinen letzten Pfennig rein. Nein, es muss natürlich ausgewogen sein, aber das, denke ich mal, wissen Sie. Und damit würde ich dann auch wieder an dich übergeben, Falco, dass du den nächsten Basiswert vornehmen kannst. Und dann wollen wir danach dann auch nochmal ganz kurz auf die Produkte eingehen. Ja, Stefan, dann vielen Dank an dich und Ingmar für eure Erläuterung. Jetzt muss ich mal gerade gucken, dass ich das mit dem Bildschirm ordentlich hinkriege. Da muss ich hin. Aha. So, kurz Moment. Jetzt haben wir es bei 2 Schritte. Das war's. So, ja, ich hoffe, das ist jetzt gut sichtbar. Wir kommen jetzt zum nächsten Wert. Und zwar haben wir jetzt einen Wert aus dem SDAX genommen. Zuerst hatten wir MDAX, jetzt haben wir den SDAX. Und zwar haben wir da Deutz. Was kann man zu diesem Unternehmen sagen? Warum ist das unser aktueller Favorit hier auch hier aus diesem SDAX-Universum? Nun, das Unternehmen produziert, ne, jetzt sagen wir es, Diesel- und Gasmotoren, ist eigentlich auch nicht, ich sag mal, so wahnsinnig bekannt im Endkundensegment, kann man ehrlich sagen, sondern eher so im Industriesegment, was aber repräsentativ, ich sag mal, eigentlich auch für diese M- und S-DAX-Titel ist. Da hatten wir vorhin auch eine Frage im Chat, welche Titel sind da wirklich repräsentativ? Man kann sich entsprechend auch die beiden Indizes mal anschauen und da sieht man im Endeffekt, sehr viele Werte aus diesen Bereichen kennt man eigentlich gar nicht, weil die, wie gesagt, auch gar nicht so publik sind. Wir haben hier einen Motorenhersteller mal gewählt, also einen klassischen Industrietitel auch. Man könnte sagen, ist Pionier auch im Bereich der Erfindung des Ottomotors, hat im letzten Jahr rund 1,5 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet und sich auch jetzt Thema Elektromobilität auch mal ein bisschen gewidmet. Also auch dort geht es entsprechend in das moderne Umfeld weiter. Auf fundamentale Basis, wenn man sich das Unternehmen anschaut, kann man sagen, ganz klarer Profiteur des Baubooms. Also die Maschinen müssen irgendwie angetrieben werden und da so sind verbrauchsarme, vor allem robuste Motoren notwendig. Und da kann man keine Pkw-Motoren nehmen, da braucht man Spezialmotoren, die produziert beispielsweise Deutz. Das Unternehmen profitiert auch davon, wenn im Innenstadtbereich gebaut wird. Wer das von Ihnen mal erlebt hat, da wird ein Haus saniert, alles sehr, sehr laut. Da gibt es gewisse Vorgaben bezüglich Emissionen und hier kann Deutz auch mit modernen Motorengeneratoren punkten. Das Unternehmen hat aktuell weitere Kostensenkungspotenziale oder das Management hat diese Potenziale ausgerufen und verfolgt die auch sehr nachhaltig und aktuell eine Kooperation mit Kion und Liebherr ausgerufen. Das heißt also im Endeffekt, bei Kion sind wir eben auch wieder beim Gabelstaplerherstellern, rüstet also diese großen und diese Maschinen mit modernen Motoren aus. Bei Liebherr, da sind ja beispielsweise große Schaufelradlader und so weiter im Angebot. Bei dem Unternehmen muss man aufpassen, dass es natürlich sehr konjunktursensibel ist. Das heißt also, das, was die entsprechend im guten Konjunkturumfeld nach oben machen, das gehen sie entsprechend im schlechten Konjunkturumfeld also auch nach unten. Also sollten wir jetzt doch mal wieder eine konjunkturelle Delle haben, dann wirkt das sich natürlich bei diesem Unternehmen, also die zweite und dritte Reihe, sehr stark aus, weil die natürlich auch kein so umfassend und breites Geschäftsfeld haben, sondern sie sind eben sehr spezialisiert. Sie können es meistens dadurch auffangen, dass sie lange Lieferverträge entsprechend haben und auch es kaum große Alternativen, also Konkurrenz gibt. Aber diese Unternehmen sind natürlich sehr viel schwankungsintensiver, also nach oben, also auch nach unten stark dabei. Und sollten die Rohstoffpreise noch weiter anziehen, also sprich Stahl und so weiter, dann wird natürlich die Produktion für dieses Unternehmen dann auch teurer. Aktuelle Triggerpunkte, könnte man sagen, sind die aktuellen Investitionen in das Thema Elektrifizierung. Auch hier sind wir wieder beim Emissionsschutz, wo also auch die Frage besteht, kann man diese großen Motoren mit der modernen Technik entsprechend auch elektrisch betreiben? Ist es die Möglichkeit, dann entsprechend zum Beispiel die Bauzeiten auszuweiten, also nicht morgens erst später zu beginnen, sondern schon früher, wenn es doch kühler ist, auch im Sommer, und kann entsprechend den Lärmpegel senken, um entsprechend Auflagen von Gemeinden und Städten dann hier erfüllen zu können, um moderne Maschinen anbieten zu können und sich eben auch wieder hier ein Alleinstellungsmerkmal
zu bilden. Das aktuelle Dezember Research Meinung ist hier auch, dass der Wert weiteres Potenzial hat. Die Kollegen haben hier ein Kaufen drauf geschrieben. Aktuell steht die Aktie so um die 8 Euro und der aktuelle faire Wert, das ist also das, was das Unternehmen rein theoretisch nach Bilanzkennzahlen aktuell wert wäre, ist 10 Euro und deswegen sagen auch die Kollegen vom DZ Bank Research kaufen. Ja, das soll entsprechend wieder die fundamentale Seite sein und dann würde ich dich, Stefan, bitten, jetzt eben die technische Seite noch dazuzufügen. Jawohl, und damit beginne ich auch bei Deutz. Zunächst auf der langfristigen Ebene, das ist jetzt wieder die Monatsebene, da sieht man eben, dass es vor Ausbruch der Finanzkrise da noch Hochpunkte gegeben hat, an denen man sich jetzt eben orientieren kann. In der Regel kann man das beim Tageschart eben nicht so weit zurückscrollen. Und was man hier sehr schön sehen kann, ist, wir befinden uns ebenfalls in einem Aufwärtstrendkanal, den wir jetzt zuletzt auch wieder hier getestet haben. Das ist so viel Information jetzt erstmal für die übergeordnete Ebene. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit gehe ich dann gleich schon in die Tagesebene rein. Hier eben dieser Test, wo wir hier momentan herangelaufen sind. Man sieht hier auch, wir haben hier jetzt keine so ideale Konstellation. Wir sind jetzt zwar schon ein bisschen zurückgekommen vom MACD, allerdings kein, also Jungheinrich hat da etwas besser ausgeschaut. Und das wird man natürlich dann auch gleich in dem Trading Setup berücksichtigen. Wie gesagt, hier nochmal dieser mittelfristige Aufwärtstrendkanal, den wir jetzt im Moment testen werden. Und für das genaue Timing gehen wir dann noch eine Ebene tiefer in die Tagesebene rein. Ups, da sind wir. Und da mag er mich nicht mehr. Egal. Das jetzt probieren wir das mal von Hand umzustellen. Ja, da fehlt mir jetzt eben die Trendlinie leider. Man sieht hier eben auch, dass im Prinzip, wenn man, macht das jetzt mal sehr spontan hier wäre in etwa die Unterseite dieses Trendkanals, den ich eingezeichnet habe. Und wir sind hier momentan eben in so einer Art Abwärtstrendkanal drin, ähnlich wie es eben bei Jungheinrich auch ausgeschaut hat. Allerdings hatten wir da von Seiten der Zeitebenen auch von den Indikatoren her ein etwas positiveres Szenario. Und deswegen würde ich bei Deutz eben noch abwarten, bis wir wirklich Trendwendesignale nach oben haben, bis eben diese kurzfristige seit April anhaltende Rückwärtsbewegung dann beendet ist. Deswegen arbeiten wir hier mit einer Stop-Buy-Bedingung. Das bedeutet, wenn der Kurs hier über, ich habe deswegen mal die 8,50 hier gewählt, wenn der Kurs hier drüber gehen würde, erst dann würden wir eine Long-Position aufbauen, erst dann würden wir einsteigen in die Aktie oder in den Derivat dann entsprechend und den Stoppkurs dann knapp unter dem letzten markanten Zwischentief. Und das wäre ja dann, wenn der Kurs hier wirklich so nach oben ansteigen würde, könnte man das aktuelle Niveau dann schon aus Zwischentief betrachten. Deswegen auch hier knapp darunter habe ich dann die 47 gewählt. Jetzt gehen wir mit den Daten in die Tagesebene wieder hoch. Dann kann man es etwas besser erkennen, wieso, weshalb, warum. Genau. Also wie gesagt, ich habe die 8,50 als Stop-Buy-Bedingung. Wenn wir da drüber gehen, über diesen Widerstandsbereich, dann würden wir einsteigen. Erst darüber, nicht darunter, den Stoppkurs dann eben bei 7,40 und nach oben hin die Kursziele. Das nächste wäre natürlich hier das Hoch, was wir in dem Jahr erreicht haben, bei 8,70. Dann im weiteren Verlauf die 9,50. Das ist ein historisches Hoch eben aus 2007 und dann im weiteren Verlauf sind wir dann auch schon bei den 12,20. Bevor ich jetzt letztmalig an den Ingmar übergebe, nochmal das Trading Setup zusammengefasst. Wie gesagt, Stop-Buy bedeutet, wenn wir drüber gehen, nicht darunter, erst über 8,50 einsteigen, erst das Kaufsignal abwarten, das Bestätigende, dann der Ausstieg, der Stoppkurs bei 7,40 und die Ziele 8,70, 9,50 und die 12,20. Super, danke Stefan. Wollen wir auch hier uns nochmal ein Produkt anschauen, in diesem Fall wieder ein Mini Future Long, hatten wir ja gesagt. BKN sehen Sie wieder oben links, DD2 CP4. Nur damit das auch nochmal klar ist, es ist nur ein Produkt von sehr, sehr vielen, die
möglich sind zu handeln. Ich suche immer, wie gesagt, welche raus, die etwas kleineren Hebel haben, unter 5. Es gibt aber deutlich mehr noch natürlich, die auch die DZ Bank anbietet. So, wenn wir auch hier schauen, wo das Produkt steht, sehen wir wieder 1,76 zu 1,86. Ich habe ganz bewusst hier mal ein Produkt jetzt genommen, wo der Spread relativ groß ist. Werde ich gleich noch was zu sagen, weil auch der Roland eben gefragt hatte, relativ am Anfang schon des Webinars, sind eigentlich die Kosten bei Nebenwerten nicht höher bei solchen Derivaten? Von daher ist es natürlich ganz sinnvoll, jetzt mal hinzuschauen, und normalerweise würde man jetzt sagen, okay, das Brett relativ groß, 10 Cent. Schauen wir aber oben rechts auf die Uhrzeit, sehen wir, dass der Screenshot von 21.07 Uhr ist. Heißt also, das war keine Zeit mehr, wo man normalerweise die Aktie liquide handeln kann oder wo die Aktie liquide ist. Und dementsprechend, wenn die Aktie illiquide ist, geht natürlich der Spread in der Aktie auseinander. Also geht auch der Spread in den Derivaten auseinander. Das heißt, es macht Sinn, natürlich diese Produkte in der Regel zu handeln zu den Haupthandelszeiten der verschiedenen Basiswerte. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich will eine DAX-Aktie kaufen, dann am besten immer zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr zu CETA-Handelszeiten. Genauso eben bei diesen Nebenwerten. Wenn Sie sagen, Sie wollen eine US-Aktie handeln oder Sie wollen Derivat auf US-Aktien handeln, dann macht es natürlich Sinn, ab 15.30 Uhr zu handeln. So sollte man auf jeden Fall vorgehen, nicht sagen, ich kaufe jetzt irgendwann. Ich weiß schon, teilweise ist es ein bisschen schwierig, weil man vielleicht Limit-Orders drin hat, die werden dann erst später ausgeführt und so weiter und so fort. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, wo Sie auf jeden Fall ein bisschen noch was verbessern können, hoffe ich. Dann sehen Sie auch hier den Basispreis, Knockout-Barriere und den Hebel. Hebel hier etwas höher mit 4,24. Und wir wollen auch hier nochmal ganz kurz berechnen, wie eben so eine Stop-Buy-Order aussehen würde. Stefan hatte gesagt, Stop-Buy 8,50 Euro. Heißt also, wenn die Aktie auf 8,50 Euro ansteigt, dann wollen wir einsteigen. Wo steht dann das Derivat? Berechnen wir wieder 8,50 minus den Basispreis mal 1. Meine Bezugsverhältnis ist hier 1, sind 2,37 Euro. Steigen wir also ein. Und wann steigen wir aus? Da habe ich jetzt mal ein Ziel genommen von 12,20 Euro, hatte Stefan ja genannt, als Maximalziel. Würden wir also berechnen, 12,20 Euro minus den Basispreis, der sich wie gesagt ändert, mal Bezugsverhältnis, sind 6,07 Euro. Und auch hier sehen wir wieder diesen Hebeleffekt. Der Basiswert hat 43,53% in diesem Falle gemacht. Und unser Mini-Future-Long würde eben bei Zielerreichung 156% erzielen. Bevor ich jetzt nochmal an den Falco übergebe, nur ganz, ganz kurz wirklich, damit Sie das nochmal sehen, ich hatte es ja gerade schon gesagt, was es mit dem Spread auf sich hat, wollen wir uns hier mal anhand von Jungheinrich anschauen, hatten wir eben besprochen. Und das ist das Derivat, was wir uns ja eben auch angeguckt haben. Und da sehen Sie eben hier an der Börse Frankfurt, wie sich das Ganze verhält, wenn wir uns mal dieses Produkt anschauen, dann sehen wir eben, dass der Spread eigentlich die ganze Zeit konstant war bei einem Cent. Und dann, als die Xetra-Handelszeit vorbei war, also nach 17.30 Uhr, ist auf einmal der Spread auseinandergesprungen auf 1,12 zu 1,15. Also in diesem Fall dann 3 Cent Spread mal, wenn man das Bezugsverhältnis noch dazu nimmt, also 30 Cent Spread. Und das ist natürlich schon ein erheblicher Unterschied. Das heißt, nochmal der kleine Tipp, handeln Sie lieber dann die Werte, wenn auch dementsprechend die Börsen dafür offen sind, dann haben Sie auf jeden Fall Vorteile. Dann noch eine letzte Sache. Wenn Sie sich mal selber Produkte anschauen wollen oder suchen wollen, in diesem Fall jetzt hier von der DZ Bank, haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, hier auf die Seite der DZ Bank zu gehen, dzbank-derivate.de, und können dann, nur damit Sie sehen, wie man solche Produkte dann sucht, gehen Sie auf Produkte, dort sehen Sie die Anlagezertifikate und hier in der Mitte die Hebelprodukte, und dann ganz einfach klickt man auf Mini-Futures und kann dann hier links Kategorie auswählen, Aktien hatten wir heute, wählt dann einen entsprechenden Basiswert raus. Wir können ja jetzt mal, nehmen wir jetzt mal Adidas einfach, damit man sieht, dass es da auch viele Produkte gibt. Hebelprodukte, Mini-Future. Wir wollen zum Beispiel Long spekulieren, also auf steigende Kurse. Und dann sehen Sie schon, wie viele Produkte hier angegeben werden. Ganz unten steht auch gefundene Produkte 130. Das ist genau das, was ich meinte. Sie sehen, es gibt so viele unterschiedliche Hebel. 9,75, 9,95, 10,21 und so weiter und so fort. Da ist eigentlich für jeden was dabei. Schauen Sie rein, gucken Sie es an. Und damit möchte ich auch an dich wieder übergeben, Falco, denn du wolltest, glaube ich, noch auf unsere Webinarreihe hinweisen, wo wir auch immer mit dabei sind, dass Sie dann natürlich die Möglichkeit haben, dazuzustoßen. Und jetzt durch die Vorkenntnisse, die Sie jetzt schon erlangt haben, haben Sie es dann bei den nächsten Webinaren auch einfacher dazu folgen, denn da gehen wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe, zeigen noch verschiedene Vorfilter, Sentiment, Saisonalitäten und so weiter und so fort. Dann die Charttechnik und dann passende Produkte. Kommen Sie rein, und damit, Falco, übergebe ich dir das Wort. Und Herr Königshofen, dürfte ich gerade, während
Herr Block sich den Monitor holt, eine Frage eines Webinarteilnehmers an Sie stellen. Ja, Was natürlich. bedeutet denn Bezugsverhältnis? Also das Bezugsverhältnis im Endeffekt gibt an, wie viele Produkte ich kaufen muss, um einen Basiswert, eine Einheit eines Basiswertes darzustellen, sozusagen. Vielen Dank für diese Antwort. Und dann, Herr Block, kommen Sie zum letzten Block. Ja, genau, sehr gutes Wortspiel. Ja, wir haben gerade eine ganze Menge auch an Informationen gehört und wir wollten Ihnen, liebe Teilnehmer, nochmal so eine kurze Übersicht geben auf unserer DZ-Bank-Derivate-Seite. Sie sehen unten diesen Link. Das sind vom Research geschriebene Basis-Informationsbroschüren, also nicht die kryptischen Dinger, die 667 Seiten lang sind, so wirklich anschaulich und gut erklärt, wie funktioniert ein solches Produkt. Wir haben hier zu den wichtigsten Produkten, die wir auf unserer Seite anbieten, dann auch entsprechende Broschüren geschrieben. Das heißt, Sie sehen es hier, Aktienleihen, Discounter, Bonus und vor allem auch hier dann die Hebelprodukte hier unten mit dem schönen Bullen und Bär drauf. Sie können diese Produktbroschüren kostenfrei als PDF runterladen und sich entsprechend die Produktkategorien dann auch nochmal ganz genau anschauen, wie sie denn funktionieren. Hier zeigt man also an Praxisbeispielen, wie kann man sie einsetzen, wie funktionieren sie. Und das, was Ingmar Königshofen hier erklärt hat, ist dann hier nochmal in schriftlicher Form, wenn Sie sich das Ganze dann noch einmal näher anschauen wollen. Ansonsten würde ich dann auch gerne, wie gesagt, auf unsere Webinarreihe verweisen. Auch wir als DZ Bank bieten eine regelmäßige Webinarreihe an. Da sind dann beispielsweise der Ingmar Königshofen und auch Stefan Feuerstein auch regelmäßig zu Gast. Wir haben auch interne Experten, also wir greifen dann auf unseren internen Research Pool zu und sind dann immer jeden Montag 19 Uhr mit dieser kostenfreien Webinarreihe dabei. Das heißt, wir haben Aktienresearcher, wir haben Rohstoffanalysten, eben auch technische Analyse, bieten dort Marktinformationen und aktuelle Trading-Ideen. Wir arbeiten dann hier mit dem Dienstleister Kurs Plus zusammen. Sie sehen also auch hier den Anmelde-Link. Also wenn Sie sagen, das Thema trading-orientiertes Anlegen, also aktuelle Marktchancen zu sehen und dann entsprechend hier auch mal kurzfristig den Markt aufzugreifen, das ist für Sie interessant, dann lade ich Sie gerne hier auch zu unserer regelmäßigen Webinarreihe ein. Die findet jeden Montagabend um 19 Uhr statt und ist auch absolut kostenfrei. Sie verpflichten sich dann entsprechend hier auch zu nichts, also kein Abo oder ähnliches. Den Link werden wir entsprechend dann genauso wie diese Basisbroschüren auch nachher in der Nachgangsmail dann nochmal Ihnen zusenden. Ja, die nächste oder konkrete Webinarreihe findet dann auch am 28. Mal statt. Dann sind zwei technische Analysten aus unserem Hause dabei, die sich dann mal die großen Indizes mal wieder anschauen, wenn das für Sie von Interesse ist. Ja, dann kommen wir eigentlich jetzt schon zum letzten Fragenblock, um das Wortspiel dann wieder aufzugreifen. Und dann übergebe ich wieder an Sie, Herr Gentner. Und ja, wenn wir entsprechend dann nochmal Fragen haben, dass wir die in dieser jetzigen Frage-Antwort-Runde gerne noch beantworten. Das machen wir doch gerne, Herr Block. Vielen Dank auch für diesen letzten Teil in Ihrem Vortrag. Ja, wir haben viele Fragen unserer Webinarteilnehmer bekommen und vielen Dank an Herrn Königshofen und Herrn Feuerstein, die diese Fragen teilweise schon im Hintergrund beantwortet haben. Aber einige offene Fragen haben wir noch und ich möchte Sie, meine Herren, bitten, diese Fragen relativ kurz zu beantworten, da wir doch deutlich in der Zeit hängen. Kommen wir mal zur ersten Frage. Herr Block, Sie haben jetzt oder insgesamt haben Sie als Expertentrio MDAX und SDAX ausgewählt. Warum haben Sie denn nicht auch noch den TecDAX ausgewählt? Ja, eigentlich könnte man sagen, weil wir dann, glaube ich, um 21 Uhr noch hier noch sitzen würden. Aber im Endeffekt das ist allerdings richtig, ja. Ja, also es ging um das Thema so ein bisschen Hidden Champions und ich sag mal, der MDAX und der SDAX sind natürlich, sag mal, für den Standort, was ich gesagt habe, Made in Germany, eigentlich, ich sag mal, dann eher repräsentativer als der TecDAX, weil entsprechend dort eben diese Industrietitel, die eben so speziell für Deutschland stehen, wo Deutschland eben so stark ist, dort eigentlich weniger vertreten sind. Und da sind die anderen Indizes eigentlich besser, weil der DAX ist auch ein industrielastiger Index, muss man ganz klar sagen, ne? Daimler, BASF und so weiter. Und wenn man dann eben auf die kleinen Werte mal schaut, dann sind also diese beiden Indizes meines Erachtens besser geeignet, wenn man dann entsprechend in dieses Thema hochwertige Industrietitel investieren möchte. Bei MDAX und SDAX tragen 50 Aktien mit ihren Dividenden bei, hat ein Webinarteilnehmer festgestellt. Welchen Effekt hat dies, fragt er.
Naja, also es gibt langfristige Untersuchungen, dass man sagt, bei Indizes machen die Dividenden langfristig fast die Hälfte der Rendite aus. Und demzufolge ist es natürlich so, wenn ich einen Index habe, der, ich sage mal, sehr viele dividendentragende Titel habe, dann bringt das den deutlich nach vorn. Das haben wir ja vorhin gesehen. Deswegen auch Kurs- und Performance-Index sich ganz genau anzuschauen. Also wenn ich entsprechend dann auf diese Titel setze, die ja regelmäßig eine Dividende zahle, habe ich natürlich noch einen Zusatzeffekt, wenn man so will. Meistens guckt man ja nur auf die Kursentwicklungspotenziale und weniger auf die Dividenden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt damit richtig die Frage so beantwortet habe. Also, dass entsprechend dann, wenn ich Werte habe, die gut verdienen, mich auch an ihrem Gewinn beteiligen. Doch, das haben Sie Schaubürger, schon, Herr kurz ins Block. Gesicht Ich zu sehen. glaube, das ist nämlich der Vorteil, den MDAX und SDAX gegenüber dem DAX haben. Und Herr Königshofen, ich habe gehört, Sie wollen noch was hinzufügen. Ja, ich wollte eigentlich dem Falco noch sagen, dass ich glaube, die Frage bezog sich auf auf den Slide, wo du den Vergleich gemacht hast zwischen SDAX, MDAX und DAX, dass dann der Hinweis kam, okay, da ist die Performance, ist die nicht da besser, weil da mehr Dividenden reinfließen? Das war, glaube ich, die Grundidee von der Frage. Das ist eine gute Frage, die man natürlich dann stellen kann. Also die DAX-Unternehmen zahlen eigentlich auch eine sehr gute Dividendenrendite von 3,5 bis 4%. Ich glaube nicht, dass da jetzt der Unterschied so riesig ist. Vor allem, es wird ja dann entsprechend ja auch dann gewichtet wiederum. Also dafür sind natürlich, ich sag mal, dann die Dividenden viel größer, die natürlich, sag mal, Telekom zahlt, als so eine kleine Jungheinrich in Anführungsstrichen. Also das wird dann schon berücksichtigt, damit man die Indizes auch überhaupt miteinander vergleichen kann. Kommen wir zur dritten und auch letzten Frage in dieser Fragerunde, denn aller guten Dinge sind drei und dann sind wir auch deutlich über der Zeit. Also Abschlussfrage, ist der Handel mit Nebenwerten nicht schwieriger und mit höheren Kosten verbunden? Fragt eine Webinarteilnehmerin. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen, Herr Block, oder wenn Herr Königshofen und Herr Feuerstein etwas hinzufügen wollen, dann sehr gerne. Ja, also es ist natürlich, was ich vorhin schon gesagt habe, ist es so, dass die Informationsbasis dieser Unternehmen sehr viel schwieriger zu bekommen ist als für eine Allianz und Co., über die man ständig alles Mögliche liest, und sie wird von wesentlich weniger Analysten gecovert, als das bei anderen der Fall ist. Deswegen hat man da mehr Arbeit mit. Dann würden wir entsprechend wieder in die Bresche springen und sagen, diese Arbeit nehmen wir ja ab. Und ich glaube, zu den Kosten hatte ja Ingmar vorhin schon was gesagt. Ja, hier können natürlich höhere Spreads zustande kommen und die Werte sind natürlich teilweise illiquider. Das müsste man berücksichtigen. Herr Königshofen, möchten Sie noch was Ja, dazufügen? Ich sehe, Ihr Mikrofon ist grün. genau, zu den Kosten habe ich was gesagt. Bezüglich Risiko würde ich auch sagen, Falko hat ja gerade schon gesagt, die Werte sind illiquider, dadurch natürlich die Schwankungen, die Volatilität tendenziell etwas höher. Das sieht man ja auch, wenn zum Beispiel eine Aktie schlechte Quartalszahlen bringt. Wenn das jetzt bei einer Allianz passiert, fällt die vielleicht auch mal 10%, ja, oder eher 8%. Wenn aber ein Nebenwert, einer aus der zweiten Reihe, schlechte Zahlen bringen, kann es auch mal sein, dass die Aktie komplett zerlegt wird und da mal auf einmal minus 30% stehen nach den Zahlen. Von daher, das muss man natürlich beachten, dass das schon mit etwas, meiner Meinung nach, mit etwas mehr Risiken verbunden ist. Vielen Dank, meine Herren, vielen Dank, Herr Block, Herr Königshofen und Herr Feuerstein, für Ihre Ausführungen und die Beantwortung der Fragen. Bevor Sie noch ein kleines Fazit ziehen können, möchte ich Sie, verehrte Zuschauer, noch darauf hinweisen, dass dieses Webinar aufgezeichnet wurde und Sie es jederzeit noch einmal anschauen können. Einen Artikel mit dem Hinweis zur Aufzeichnung gibt es wie immer im Nachgang dieser Veranstaltung auf der Startseite von Finanzen.net. Den Live-Mitschnitt finden Sie auch auf unserer YouTube-Seite. Dort gibt es auch übrigens viele andere Finanzen-Net-Webinare. Vielleicht schauen Sie einfach mal dort vorbei. Und nun, Herr Block, was können Sie uns noch mitgeben? Wie fällt Ihr Schlusswort aus für heute Abend? Ja, zunächst wollte ich mich bei den Teilnehmern für ihr Geduld bedanken, dass sie entsprechend uns zugehört haben, ihre Zeit geschenkt haben. Und wir hoffen, Ihnen konnten Ihnen ein bisschen Lust mal machen, auf diese zweite und dritte Reihe mal einen Blick zu werfen, weil die doch teilweise sehr interessant ist und dass man sich die Renditechancen dort nicht entgehen lässt. Die Unternehmen sind spezialisiert, solide aufgestellt, sind Marktführer teilweise, und die etwas höheren Volatilitäten, die eigentlich für den Aktionär, ich sag mal, ein bisschen in Unruhe treiben, sind dann, ich sag mal, für den Derivateinvestor doch ja, kann man sagen, ein kleiner Traum und teilweise deutlich bessere Konditionen dann zu bekommen als bei den ganz großen Indizes, und deswegen vielleicht mal einen Blick wert. Vielen Dank, Herr Block. Vielen Dank auch Ihnen, Herr Feuerstein und Herr Königshofen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bald mal wieder an Ort und Stelle treffen und vielleicht dann auch über den Tech DAX sprechen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut
Und auch bei Ihnen, verehrte Zuschauer, möchte ich mich recht herzlich für Ihr Interesse an diesem Webinar bedanken. Vielleicht kann ich Ihnen noch unseren Webinar-Newsletter ans Herz legen. Damit verpassen Sie in Zukunft keine Online-Seminare mehr bei Finanznet. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ihnen allen einen schönen Abend und viel Erfolg bei Ihren künftigen Investments, ob mit Nebenwerten oder ohne. Tschüss, bleiben Sie uns gewogen. Ja, und auch von uns.